Du fragst dich gerade, was du tun kannst, um die Situation zwischen dir und deinem Seelenpartner positiv zu verändern, sprich sie zu verbessern, weil es vielleicht gerade gar nicht so läuft, wie du es dir wünschst, weil ihr vielleicht mitten im Seelenpartner-Dualseelenprozess steckt und es gerade echt hart ist. Vielleicht habt ihr euch aber auch gerade erst getroffen, ihr habt euch gefunden und erkannt und die Ausgangssituationen sind ja nicht immer komfortabel, wie wir wissen, und du fragst dich, was du tun kannst, um gleich richtig in dieses Thema einzusteigen. Vielleicht ist es auch dein größter Wunsch, dass überhaupt dein Seelenpartner in dein Leben kommt, damit du mit ihm endlich diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft leben kannst. Dann verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video, was du konkret tun kannst. Und das Spannende ist, wir haben nicht die drei größten Fehler mitgebracht, die wir als Menschen gerne machen, damit du diese nicht machen musst. Weil wenn du einmal verstehst, wie das funktioniert, dann wirst du es nie wieder anders machen wollen. Ja, moin Magic Soul, wir sind Annette und Easy, meine Seele, heute wieder live aus Hamburg. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Lass uns direkt mal mit dem ersten größten Fehler anfangen, den wir Menschen gerne machen, wenn wir einen sehnlichsten Wunsch haben. In diesem Falle dein Seelenpartner. Wo stellst du deinen Seelenpartner hin? Was für einen Stellenwert hat dein Seelenpartner in deinem Leben? Der ist da, ne? Boah, den hättest du so gerne und du himmelst den so an und du katapultierst ihn so sehr in den Himmel. Ach, das ist die Begierde, das hättest du gerne. Aber wo bist du? Du stehst hier unten, ne? Wie soll denn das zusammenkommen? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Das heißt, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Du ziehst ihn und zerrst ihn entweder runter zu dir, auf den Boden sozusagen, oder aber du schwingst dich auch auf dieses Podest, was ich finde, was viel, viel cooler ist, weil du es doch wert bist. Nicht nur er ist der Tolle, sondern du bist genauso toll. Ihr beide seid etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Aber gleichwertig besonders. Da gibt es keinen, der besser oder schlechter ist als ihr. Das ist ja das Tolle. Ihr seid ja one. Also schwing dich hoch auf dieses Podest und genieße dann die Aussicht von dort und wie du ihn dann wahrnehmen kannst. Weil dann seid ihr auf Augenhöhe und dann könnt ihr euch auch begegnen, weil ihr dann auf der gleichen Frequenz seid. Ich habe ja mal dieses schöne Beispiel in einem Video gebracht, da ging es darum, wie ich das beschrieben habe mit diesen Frequenzen. Und zwar stell dir mal ein Hochhaus vor mit 7 Stockwerken, ne, weil vielleicht Wolke 7 oder man schwebt auf Wolke 7, keine Ahnung. Also der 7. Stockwerk, da ist dein Seelenpartner und du bist im Erdgeschoss. Wie soll das zusammenkommen? Funktioniert nicht. Das heißt, du musst etwas verändern. Du musst dich letztendlich in den 7. Stock beamen, um ihm zu begegnen. Und das Spannende ist, dass jede Veränderung ja in dir beginnt. Also du kannst verändern, was du dir im Außen wünschst. Das heißt, du nimmst in diesem Hochhaus entweder den Lift oder eben die Treppen, um eben auch in das 7. Stockwerk zu kommen. Da, wo sozusagen der Wunsch deiner Begierde ist, da, wo dein Seelenpartner ist. Und das machst du genauso energetisch, denn alles ist Energie. So, wie veränderst du jetzt deine Frequenz, wie veränderst du deine Energie mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen? Denn deine Gedanken lösen deine Gefühle aus und umgekehrt. Das heißt, hast du einen negativen Gedanken, dann hast du auch negative Gefühle, positive Gedanken, positive Gefühle, ganz klar. Fühlst du dich beschwingt? Denkst du natürlich positiv. Und das ist das Schöne, dass du das sehr, sehr, sehr gut kontrollieren kannst, nämlich ganz bewusst gucken, Moment mal, wie denke ich gerade? Weil wenn du dich nicht gut fühlst, hast du einen schlechten Gedanken. Das heißt, wie musst du denken und wie darfst du denken? Wie darfst du dein Denken verändern, dass du dich selbst da hoch katapultierst, da hoch schwingst sozusagen auf das Podest und nicht nur ihn dahin stellst, sondern dich auch, weil in einer Seelenpartnerschaft geht es ganz viel um Selbstliebe, es geht ganz viel um Selbstwert. Das ist die Basis. Das heißt, mach deine Inner Work und arbeite daran, dass du wirklich auch für dich, dass es selbstverständlich ist, dass du auch auf dem Podest bist, dass ihr beide da zusammen seid, dass ihr beide euch auf Augenhöhe begegnet und euch gleichwertig ansieht, weil ihr seid one. Und da sind wir auch schon beim zweiten größten Fehler, nämlich wo ist dein Fokus? Und da möchte ich eine ganz einfache Übung mit dir machen, die dir das so deutlich machen wird. Und dafür, natürlich nur wenn du kannst, schau einmal nach links.
Schau einfach mal einmal nach links und schau dir mal an, was du da siehst, ohne etwas zu bewerten oder so. Schau dir einfach nur an, was du da siehst. Und jetzt schau mal nach rechts. Schau mal nach rechts und guck auch da, was siehst du. Und jetzt guck mich mal wieder an. Hallo. Wenn du nach links guckst, kannst du nicht sehen, was rechts ist. Und wenn du nach rechts guckst, kannst du nicht sehen, was links ist. Das heißt, wo ist dein Fokus? Was guckst du dir an? Und das Schöne ist ja, dass du dir deine eigene Realität erschaffst, weil erstmal ist ja alles neutral. Du gibst dem Ganzen eine Bedeutung. Aber was siehst du? Siehst du das Negative, dass er es immer noch nicht geschafft hat, dass er immer noch bei seiner Ehefrau ist, dass es noch nicht geklärt hat, dass du immer noch alleine bist, dass ihr immer noch nicht zusammen seid, dass er immer noch nicht in deinem Leben ist? Ist das dein Fokus? Siehst du das? Dann kannst du natürlich das Positive nicht sehen. Merkst du, was passiert? Aber schaust du dir das Positive an und sagst, wow, er ist ja schon in meinem Leben. Oder wenn er sich jetzt physisch noch nicht gezeigt hat, ich meine, deine Seele hat doch alles arrangiert, der ist doch schon da. Ihr seid doch schon füreinander versprochen sozusagen. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann er kommt. Der ist da. Natürlich gibt es ja vielleicht noch das eine oder andere, was du dafür tun kannst, die Inner Work, damit du eben auch die Reife dafür hast, dass er in dein Leben kommt, beziehungsweise dass ihr zusammenkommt. Habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Aber was siehst du dann, wenn du das Positive siehst? Wow, ich habe ihn getroffen. Wie toll ist das, weil viele haben ihren Seelenpartner noch nicht getroffen. Ich meine, wie besonders ist das? Wie schön. Ja, ihr seid jetzt gerade in einer schweren Phase in eurem Seelenpartner-Dualseelenprozess. Und das ist nicht einfach. Da wird alles von euch gefordert. Ihr werdet sehr herausgefordert, um eben wirklich die Reife für diese erfüllte und glückliche Partnerschaft auch zu erreichen. Dahin zu gelangen, um das überhaupt zu leben, weil das ja die tiefste Liebe ist, die er noch und wahrhaftigste Liebe ist, die er vorher noch nie so gelebt hat. Das heißt, wir müssen natürlich etwas verändern in uns, damit wir das überhaupt leben können, weil mit deinem alten Rucksack da rein, das funktioniert nicht. Das heißt, da muss geöffnet werden, da muss auch mal aufgeräumt werden. Heilung, Vergebung, all diese wundervollen Dinge, Selbstliebe, Selbstwert erkennen. Und das ist das Schöne, wenn du deinen Fokus veränderst, wenn du das Positive siehst. Vielleicht hat er es noch nicht geschafft, sich von seiner Familie zu trennen. Und das nochmal an dieser Stelle, es geht nicht darum, irgendwelche Familien zu zerstören, sondern zusammenzuführen, was zusammengehört. Und ihr Seelenpartner seid füreinander bestimmt. Und da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es eben auch manchmal eine Aufgabe gibt, die vorher erledigt werden muss, eben wirklich auch Eltern zu sein und diese Ehe zu leben. Was auch immer unsere Seelen in unserem Seelenplan geschrieben haben. So, ja, er hat es vielleicht noch nicht geschafft. Aber was wir machen, und das ist mit auch ein größter Fehler, ist, dass wir das Äußere bestimmen lassen, was unsere Realität ist. Aber dabei können wir unsere Realität erschaffen. Das heißt, wir können bestimmen, wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge wahrnehmen. Erst wir geben ja dem Ganzen eine Bewertung. Wir geben dem Ganzen eine Bedeutung. Das heißt, du kannst auch für dich bestimmen, wie fühlst du dich in diesem Seelenpartner-Dualseelenprozess? Siehst du es als etwas Positives, wo du sagst, wow, es ist eins der größten Chancen, weil der Seelenpartner ist der Weg zu dir, dass ich zu mir selbst finde, weil das sollst du ja durch deinen Seelenpartner keine Rolle mehr spielen, nicht mehr verbiegen oder es ihm recht machen. Nein, es geht um dich, es geht um euch, dass ihr beide ihr selbst sein könnt. Und das, finde ich, ist so, so, so schön von den Seelen eben auch eingerichtet worden. Das heißt, wo ist dein Fokus? Was willst du sehen? Wenn er es vielleicht noch nicht geschafft hat, so was du im Äußeren siehst, dass er da Klarheit geschaffen hat in seiner Familie oder was da auch gerade für Umstände sind bei euch, lass dich doch davon nicht abhalten, das Positive zu sehen an dem Ganzen. Und wenn er da länger braucht, um diesen Absprung zu schaffen, dann gib ihm die Zeit. Das heißt aber nicht, dass du jetzt die ganze Zeit darum leidest und immer dein Leben um ihn rumstrickst oder alles ihm recht machst, damit er sich da wohlfühlt oder so. Nein, er muss eine klare Entscheidung treffen, das ist ganz klar. Aber wo ist dein Fokus? Und wenn du dann für dich entscheidest, okay, ich lasse ihn erstmal los, damit er seine Zeit haben kann, um das zu klären, lässt du ihm seine Zeit, aber du gehst deinen Weg weiter. Weil manchmal brauchen Menschen einfach länger, da habe ich auch oft drüber gesprochen, weil es einfach unterschiedliche Situationen sind, sie sind unterschiedlich aufgewachsen, was auch immer für Wunden sie mit sich tragen, für Ängste aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Darum kann man das so pauschal in dem Sinne nicht sagen. Aber du bestimmst, wie du dich fühlst in der Situation. Du bestimmst, wo du deinen Fokus setzt.
Genauso Liebeskummer kannst du als völlig schrecklich empfinden. Du kannst es aber auch als positiv sehen. Du kannst es aber auch positiv empfinden, indem du sagst, wow, wie schön, dass ich jemanden so vermissen darf, dass ich das überhaupt kann. Ich habe das viele, viele Jahre gar nicht so erlebt. War bei mir genauso. Ich fand es faszinierend, dass ich einen Menschen so vermissen konnte. Aber merkst du, was passiert? Wo ist dein Fokus? Du entscheidest, was deine Realität ist. Visualisiere das, was du dir wünschst. Ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, oh nee, das kann ich nicht so gut oder so. Du kannst ja auch visualisieren den Worst Case. Das können wir Menschen hervorragend. So sind wir aufgewachsen. Das ist immer das Schlechte und das Negative visualisieren. Oh, und wenn was passiert, da sind wir Meister drin. Aber in diesem, oh, wenn es gut wird, oh, wenn er es schafft, oh, das ist so ungewohnt für uns. Aber du kannst jetzt damit anfangen. Also visualisiere, was du dir wünschst. Hab da deinen Fokus drauf. Dass ihr zusammenkommt, dass er eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft lebt, dass er es schafft. Glaub an ihn. Glaub an euch, glaub an eure Liebe. Ich weiß, da kommen immer ganz viel Selbstzweifel rein und ob er es schafft und so, weil ihr euch wieder von dem Äußeren verunsichern lässt. Lasst euch doch nicht vom Äußeren blenden. Wir entscheiden hier in uns drin mit unserer Energie, wie sich alles um uns verändert, wie unsere Realität ist. Das können wir. Wir haben die Macht als Menschen, darum nutze sie für dich. Visualisiere nicht den Worst Case, was alles schlimm ist, was alles blöd ist, sondern das, was du dir wünschst, damit das auch passieren kann. Weil sonst, wo ist dein Fokus? Da fließt die Energie, das ziehst du an. Wenn du immer deinen Fokus darauf hast, er hat es immer noch nicht geschafft, das ziehst du an, das wird immer mehr, das ist ja das Gemeine. Und das willst du doch gar nicht. Du willst doch das andere, dass er es schafft. Also visualisiere das, was du dir wünschst. Lege da deinen Fokus drauf, glaube daran, wisse. Es geht ums Wissen, da habe ich ja neulich gerade drüber gesprochen, was es für ein Unterschied ist, wenn du hoffst, wenn du glaubst und wenn du weißt. Und damit bin ich schon beim dritten größten Fehler, den wir Menschen gerne machen, dass wir immer alles irgendwie anzweifeln. Weil guck mal, wenn du etwas bestellt hast, das ist ja nichts anderes, als wenn du beim Universum was bestellst, dann ist es für dich selbstverständlich, dass das kommt. Und wenn der Paketbote kommt, um dir dieses Paket zu bringen, das, was du dir bestellt hast, dann bist du voller Freude, machst die Tür auf und nimmst dieses Paket an. Es ist selbstverständlich für dich, dass das Paket für dich ist. Du wirst nie auf die Idee kommen und sagen, oh, darf ich das annehmen? Bin ich überhaupt wert, dieses Paket anzunehmen? Nein, es ist völlig selbstverständlich für dich. Und das ist nichts anderes, auch mit deinem Seelenpartner. Du darfst den annehmen, der ist für dich bestimmt, wie dieses Paket, was für dich geliefert wird. Nimm es an und hör auf, so viel zu zweifeln. Es ist einfach eine Tatsache, dass ihr zusammengehört und dass er wirklich zu dir gehört, dass ihr zusammenkommt in diesem Leben. Habe ich ja neulich gerade noch darüber gesprochen, dass auch Alter oder Zeit überhaupt keine Rolle spielen. Nimm es an. Es muss, und da bin ich wieder bei diesem, was ich neulich mal besprochen habe, dass du weißt, dass er für dich bestimmt ist, dass du weißt, dass du es wert bist, dass du weißt, dass du ihn annehmen kannst, deinen Seelenpartner, der für dich bestimmt ist. Das heißt, erlaube dir deinen Seelenpartner und geh da wirklich nochmal in dich. Schau nochmal nach, was da noch für innere Überzeugungen sind, dass du es vielleicht doch noch nicht verdient hast, dass dein Seelenpartner in dein Leben kommt, dass du es vielleicht doch noch nicht verdient hast, so tief und wahrhaftig geliebt zu werden. Schau da nochmal nach, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass du letztendlich daran arbeitest, um das loszulassen, damit du wirklich auch diese wahrhaftige, tiefe Liebe empfangen kannst, darfst und dir auch erlaubst, sprich dir auch deinen Seelenpartner erlaubst, weil das steht uns oft so, so sehr im Weg. Also geh da wirklich nochmal in dich und schau nochmal nach, was da los ist, um es eben so zu verändern, dass du es dir eben erlauben kannst. Weil es wäre doch viel zu schade, wenn du das Paket deinen Seelenpartner nicht annehmen würdest, oder? Und da fällt mir gerade noch eine ganz, ganz wunderschöne Weisheit von Buddha ein, die hier gerade sehr gut so passt. Was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, ziehst du an. Tja, Gesetz der Anziehung. Also frag dich, was denkst du? Und dann, wie möchtest du denken? Was möchtest du denken? Zweitens, was siehst du? Sprich, was möchtest du sehen und wie möchtest du es sehen? Drittens, was fühlst du?
Was möchtest du fühlen? Wie möchtest du dich fühlen? Und damit bestimmst du alles. Und du wirst merken, wenn du da für dich eine Entscheidung triffst, wie sich alles für dich verändern wird. Und nicht nur für dich, sondern auch für die Situation mit deinem Seelenpartner. Es wird sich positiv verändern, weil es geht gar nicht anders. Weil du deinen Fokus positiv ausgerichtet hast, weil du ihn nicht mehr da oben auf diesem Podest hast, sondern weil du dich selbst mit auf dieses Podest gestellt hast und weil du für dich entschieden hast, dass du es wert bist, dass du ihn annimmst, dass er bei dir sein darf. Schreib das gerne mal in die Kommentare, wie du ab jetzt denken möchtest, wie du ab jetzt sehen möchtest und wie du dich ab jetzt fühlen möchtest. Und ein Tipp noch, den ich auch immer wieder gerne gebe, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit hilft dir so dermaßen in jeglicher Situation, wenn es dir nicht gut geht. Auch wenn es dir gut geht, hilft dir Dankbarkeit, dich nochmal höher schwingen zu lassen. Aber gerade wenn es dir nicht gut geht und du gerade in einer Situation bist, wo du wirklich mehr Aufschwung brauchst, geh in deine Dankbarkeit. Weil das Spannende ist, sei schon mal dankbar dafür, was du dir letztendlich wünschst. Sei schon mal dankbar dafür, dass er in deinem Leben ist. Sei schon mal dankbar dafür, dass er es geschafft hat. Sei schon mal dankbar dafür, dass ihr zusammen seid. Sei schon mal dankbar dafür, dass ihr diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft lebt. Weil, wenn du dankbar bist, holst du deinen Wunsch schon ins Hier und Jetzt. Das ist dann schon deine Realität, weil du kannst nur für etwas dankbar sein, was schon da ist, was du hast. Und deine Seele hat doch schon alles vorbereitet. Deine Seele hat schon alles arrangiert. Jetzt liegt es nur an dir, dass du es auch annimmst, was sie alles Wundervolles für dich kreiert hat. Dass das deins ist, dass du das leben darfst, dass du es wert bist. Bist du dabei? Dann freue ich mich über ein Like oder auch eins deiner Lieblings-Emojis in den Kommentaren. Und kein Stress, das ist der absolute Killer bei allem, was du dir wünschst. Gönn dir Freude und genieße dein Sein, genieße den Prozess, genieße dein Leben und genieße einfach, wie du beobachtest, wie alles jetzt zusammenkommt und vor allen Dingen du mit deinem Seelenpartner. Wir hoffen, dir dieses Podcast-Video weitergeholfen. Wir sehen uns im nächsten Ciao von Now We Love You, Du bist Magic, deine Annette und Easy.